So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück hier bei Locals Live mit mir, dem einsamsten Trucker der Welt. Please proceed to the highlighted route. Ja, Phoenix, Arizona, Maine. Es geht heute nach Arkansas. Arkansas. Wir liefern diese schönen LKW da aus. Hallo Fampi, schön, dass du da bist. So, nicht den Kopf anhauen hier. Jo. Ein bisschen RSMR, ASMR, ASMR. R. So, kleiner Augenblick. Hoffentlich bleibt die Verbindung jetzt stabil. Danke, Twitcher Liebsi. Papiere und Getränk sind da. Und wie ist es dir ergangen?
diese Woche war nicht gut. Vom Erschöpfungspegel her. Turn left. Large donuts, mate. Wir jetzt erstmal unterwegs. Ja. Arschwund sitzen ist natürlich auch scheiße, wenn die Zeit nicht umgeht, Digga. Aber was willst du machen, ne? Es kommt, wie es kommt, und es kommt immer schubweise. Oder eben nicht. Ich habe meinen ersten Hater auf dem Millennia-YouTube-Kanal. Ja, wie finden wir denn das? Ich meine, mir war klar, dass das nicht allen gefällt, ne? Was ich da so mache, aber... Naja. Ja, ich habe den Kommentar gelöscht und auch gebannt. Er meinte sowas von wegen, ja, wie kann man sich die Blöße geben und sowas hier hochladen, bla bla bla, mit 1000 Totenschädeln dahinter noch und sowas. Ja, mein Gott. Wenn es ihm nicht gefällt, ist ja so. Geschmäcker sind ja bekanntlicherweise verschieden, aber...
gehe ja auch nicht auf den YouTube-Kanal von dieser Atemlos durch die Nacht Truller und poste da, wie schlecht ich es finde. Dann höre ich es halt einfach nicht. Meister, gibt der Motor nach oder was ist da los? Tschüss, schubidubba, schubidubidubba. Ja, weiß ich nicht. Er mochte offensichtlich das neue Wolfslied nicht. Weil es ja an und für sich ein Lied aus seinem Kinderroman ist. Wahrscheinlich. Oder es war ein Tierschützer, wer weiß. Kann auch sein. Die Texte waren damals nur mal ein bisschen anders, ne? Aber so ist das. USA.
Mag ich das einfach cruisen. Meilen ungefähr sind wir unterwegs. Ach, Arkansas. Funktioniert. Schon aufgebaut und vergabelt. Wie lange hast du denn mit dem Ding Zeit, alles runterzufahren? Falls es mal eben nicht nur eine Schwankung ist, sondern ein kompletter Ausfall. Ah ja. Den Akku quasi vorglühen, ja. Beziehungsweise
beziehungsweise das Akkupack. Das sind ja meistens mehrere jetzt inzwischen. Minuten, ja, zum Runterfahren reicht das. Aber dazu sage ich nur Diesel. Dieselgenerator. Diesel. Kannst du auch mit Einhorn-Diesel betreiben. Schön hier von der gelben Firma, wie heißt das noch? Jetzt sage ich Caterpillar. Ach, fällt mir nicht ein. Nach 10 Minuten immer noch entscheiden, ob du jetzt runterfährst oder nicht. Ja, bei uns schon ein paar Mal. Junge, ich soll rechts rüber, ey. Also mach dich da weg. Was machst du gerade, ey? Ah, hier wegen Point of Entry. Thank you.
zwar schon Gallup. Das heißt, wir sind jetzt in New Mexico. Arizona gerade verlassen. Die State Line gerade kurz vor der Waage. Irgendwas ist da wieder faul. Zwei Truckstops weiter, wenn man dann auch noch mal tanken. Ist noch ein Drittel drin, von daher passt das. Ja, wie ihr seht, eventuell wie dem aufmerksamen Zuschauer, lol, möglicherweise aufgefallen ist, hatte ich ein Upgrade. Ich habe jetzt den neuen Peterbilt 389X. Klassische Optik, aber moderne Technik. Gut erkennbar an dem großen Informationsdisplay vor mir, was aber sehr praktisch ist. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ein paar Decals. Die Technik drumherum halt noch und so, ne? Aber ansonsten ist es immer noch die gute alte dicke Bertha.
Sie rechts aus dem Fenster schauen, sehen Sie nichts. Aber das Albuquerque. Gut geht und nichts dazwischen kommt, gibt es nächste Woche Freitag auch mal wieder eine DJ-Session. Hier bei Locals Live. Ah, zauberhaft. Eigentlich sagte ich zuletzt etwas anderes. Ja, Twitch ist heute echt in Hochform. Ich sagte, wenn alles gut geht und nichts dazwischen kommt, dann gibt es nächste Woche Freitag auch mal wieder eine DJ-Session hier bei Locals Live. Hoffentlich haben sie dann ihre Connectivity-Probleme bis dahin gelöst. Ja, ich sag ja, hoffentlich haben sie es bis nächste Woche gelöst. Das wäre natürlich sehr schön. So, der Morgen graut. Eigentlich leuchtet er ja. Ich weiß nicht, wo man das Morgengrauen nennt.
Qualität und Stabilität der Server ist im Moment wirklich nicht gut. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, es ist Kacke. Santa Rosa! Da können wir jetzt eben tanken fahren. Beide Spuren eben zu, weil ich brauche ein bisschen Platz. So. Und er versucht es trotzdem noch, aber er schafft es nicht. Navigation resumed. Was für ein Heini. If possible, please turn around. Müden Knochen müssen wir wieder bewegen hier, Mensch. That was French. Flip. Oh, ich gehe noch eben rein, einen Moment. Dann mal eben noch der Cassie antworten. Erstmal muss ich hier noch mal schnell was einstellen. Ja.
So, jetzt hat der Große wieder was zu trinken. Navigation resumed. Und der Truck auch. In 650 feet, turn left. Turn left. Er bleibt stehen, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr freundlich. Keep to the right and then turn right. Das twitcht schon wieder weg. Ah, ist das wahnsinnig geil, Leute. Alto Belli. Was ist denn heute los hier? Mal wieder soweit, Freitag, Hackerzeit. Macht den Leuten alle was Schönes kaputt. Blöden Script-Kiddies. Wenigstens habe ich in letzter Zeit keine neuen Pager oder Funkgeräte gekauft. Kann mich schon mal glücklich schätzen. Nein, selbst die Spedition ist modern genug. Wir machen alles über Simse. WhatsApp und Signal und Telegram. So. East 333. Use the left lane ahead. To come carry. Mountain Road. Use the left lane ahead. Historische Route 66. Wäre da rechts jetzt. Aber die bringt mich heute nicht an mein Ziel. Position 69 is better. Ha 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 ha
He got it. Aber wo geht denn die 69 lang? Crossing state border, entering New Mexico. Interessant, weil ich gerade schon in New Mexico war eigentlich. Oder stand da leaving New Mexico? Enchantment stand da doch, ne? Wahrscheinlich genau an der Grenze wieder lang getingelt hier. Ja gut, Minnesota haben wir ja noch nicht. Albert Lake oder was? Oder tatsächlich Lee? Kansas habe ich, Oklahoma. Iowa fehlt. Texas habe ich auch. Iowa fehlt mir. Und Mirko auch. Aber ich habe gesehen, da gibt es wieder ein neues Video. Muss ich mal gucken. Seit Mirko damit angefangen hat, kann ich Iowa auch nicht mehr richtig aussprechen. Habe ich sogar die Stadt. Aber ja, alleine schon der Locations fällen, klingt das geil. Use the left lane ahead. Texas, aha, ich bin in Texas. Howdy, Texas. The media just gave us a new thing to fear. Don't fear the devil anymore. Now fear the super devil. November sind schon Wahlen, ne?
Ja, meine ich ja. Da können wir echt beten und hoffen, dass die Amerikaner sich richtig entscheiden. Weil Lyndon B. Johnson sagte einst, die Vereinigten Staaten von Amerika gehen grundsätzlich den richtigen Weg, nachdem sie vorher alle anderen falschen Wege ausprobiert haben. Wenn jetzt einmal so ein vollkommen seltsamer Mensch wie Trump an der Macht gewesen ist, das öffnet ja letzten Endes, das war ja eigentlich, ne, das öffnet Tür und Tor für andere, die ihm folgen mögen, die ebenso drauf sind. Ja, alle gelernt haben, was für Knöpfe sie drücken müssen, damit die bildungsfernen Schichten irgendwie Zombies hinterherlaufen. Vor uns fährt eine Rallye, ne? Rechts, links, rechts, links. Na komm, komm wieder links rüber, Digi. Na los. Wo ist ein Lane Swinger? Domino's Pizza, naja. Die Filiale, die wir bei uns hatten, war leider schlecht. Die Betreiber waren schlecht. Sie haben auch die Konzession verloren. Kein Signal. Ach, fuck. Hätte ich mal nichts beschworen, Digga. Navigation resumed.
40 Tonnen, Freunde. Ja. Return to Interstate.
Was geht ab, Mate? Wochenende. Use the left lane ahead. Saufe. Bada bim, bada bum, bada bing. Keep to the left and then turn left. Turn left. Yep. Okay. That's what she said. Ja, ich wollte auch neue Properties deployen heute. Und da gab es gestern wohl noch einen Bug im System, habe ich dann den Chef auch gefragt, ne? Ist das denn jetzt behoben mit dem Permission Management? Kann ich jetzt die neuen Shells deployen? Er sagt, ja, Bug ist behoben, aber Digga, seit wann deployen wir denn freitags? Ich so, was ist Freitag, Digga? Geil! Ja, das war mal eine angenehme Überraschung. Vor emotional noch bei Donnerstag. Komisch, ne? Das passiert immer mit vielen Leuten auf einmal dann. Da. Mal eben die Cops grüßen, man ist ja freundlich. Ich wette, jetzt ist ihm sein Donut in den Kaffee gefallen. Aber dann würde ich hier, glaube ich, schon rot-blau-Licht sehen. Ich liebe es. Nicht, wenn man so einmal kurz grüßend hupt, mitten auf der Straße, wo hier nichts ist, keine Stadt, kein gar nichts, kein einziges Gebäude. Und auch nicht, wenn Kinder da stehen und hier dem Dings mit der Hand machen, hier dieses Ziehen einmal so am Seil ziehen, weißt du, weil die dann mal einmal, ich hab dann hier vor Brücke stehen oder so, weiß dann das. Die gerne den Doppler-Effekt hören wollen mit der Hupe. Da sagt auch keiner was. Oder wenn du einmal kurz die Hupe drückst, wenn du auf den Hof fährst, sagt keiner was. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, klar, kommt auf den Kopf an, sicher. Er könnte, wenn er ganz schlechte Laune hat. Aber dafür habe ich immer in der Kühlbox ein paar Notfall-Donuts liegen.
gesagt, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Führerschein, Fahrzeugpapiere und ein Donut. Und je nachdem, wie lieb er guckt oder sie, ist unter dem Donut noch ein Greenback. Was muss man ja als Serviette benutzen, weißt du? Use the left lane ahead. Und da ist es wieder passiert. Da 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 da, I'm hating it. Mate. Awesome. Vielleicht ist das dieser neue Super-Encoder, den es da gibt. Dass das noch buggy ist oder so. Weil ich ja das gleiche Signal dreimal schicke. Also ich hatte jedenfalls keine Frame Drops. Also es ist tatsächlich Network, aber halt external. Salve Nono! Das Herbie. Herbie. Ah, der läuft und läuft und läuft. Wir sind bald da. Und
dann machen wir gleich mit Skyrim weiter. Mit der guten Cassie. Okay, wunderbar. Wegestation brauche ich nicht raus heute. Also die nicht. Papi, eine Frage. Wie macht das von allen genervte, total genervte Huhn, was einfach seine Ruhe haben will? Nein, welches Geräusch es macht. Es macht Fuck off! Sei dir gewiss. Plopp, was? Oh nö. Alter. Fucking Twitch macht heute richtig Probleme wieder. Mal schon jetzt gerade der sechste Disconnect. Ja, keine Ahnung. I don't know.
dafür noch fehlt, ist Tennessee. Right exit ahead.
exit ahead. In 650 feet, turn left. Turn left. Keep to the left, and then turn left. Turn left. In 650 feet, turn right. Turn right. You have arrived at your destination. Wieder weg. This is disgusting, mate. Dann senden wir jetzt mal neu über Prag. Prag ist eigentlich bis jetzt immer ganz gut gewesen. So. Jo, die Tour ist beendet. Busy Roads USA hat mal wieder ein bisschen Geld gemacht. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung, hoffentlich keine mutwillige seitens des Servers. Und dann geht es weiter. Mit Skyrim.